In diesem Video geht es um Zollbeschlagnahme. Was ist Zollbeschlagnahme? Bei der Zollbeschlagnahme können Rechteinhaber, also Inhaber von Patenten, Marken oder Designs, den Zoll bitten, Waren zu öffnen und zu überprüfen, ob es sich um Fälschung handelt oder nicht. Anders als bei Klagen oder Abmahnungen muss also noch kein Verstoß vorgelegen haben. Man beantragt einfach diese Zollbeschlagnahme und die Zöllner werden dann bei der Kontrolle von Sendungen, also auf Flughäfen oder in Schiffshäfen oder Stichproben auf Autobahnen, darauf achten, ob es sich bei den geöffneten Sendungen um Fälschung handelt oder nicht. Je konkretere Hinweise man dem Zoll gibt, je erfolgreicher kann man sein. Also wenn man genau weiß, dass zu einem bestimmten Tag mit einem bestimmten Schiff 23 Container mit gefälschten MP3-Playern im Hamburger Hafen ankommen, kann man das den Zöllnern mitteilen und dann können die eben zielgerichtet dieses Schiff aufsuchen und sehen, ob diese in diesen Containern tatsächlich gefälschte Ware vorhanden ist oder nicht. Zunächst muss man einen Antrag stellen, den kann man als deutsches Unternehmen entweder deutschlandweit stellen oder zum Beispiel EU-weit. Das passiert heutzutage entweder per Papier oder auch online. Dazu gibt es die Software ZGR Online und ich zeige mal eben an einem Beispiel, wie man genau einen Antrag stellt. Auf der Webseite zgr-online.zoll.de kann man relativ einfach einen Zollbeschlagnahmeantrag stellen, entweder europaweit oder deutschlandweit. Ich habe in diesem Beispiel mal einen Unionsantrag gestellt, also einen europaweiten Antrag. Und der Antrag ist eigentlich relativ selbsterklärend. Man kann eben allgemeine Informationen zum Antrag erstmal abrufen und dann einen Antragsteller eingeben, also einen Namen und verschiedene Informationen, die dem Zoll helfen, Fälschung zu erkennen. Dazu gehört zum Beispiel die sogenannte EORI-Nummer. Hier kann man noch angeben, welche Eigenschaften der Antragsteller hat. Ist es der Rechtsinhaber selbst oder ist es der Vertreter? Dann kann man hier Angaben über die Schutzrechte machen, also Marken oder Sorten oder Geschmacksmuster, Designs oder ähnliche Schutzrechte und die zusammenstellen. Hier kann man übrigens, wie bei jedem anderen Feld, eine Übersetzung angeben. Also man kann erstmal auf Deutsch Angaben machen und dann auch noch zum Beispiel auf Englisch oder in einem Fall, der für mich relevant ist, kommen wahrscheinlich viele Fälschungen aus der Türkei über den Landweg, also über Bulgarien oder Griechenland in die EU. Also da könnte es auch sinnvoll sein, dann Übersetzungen ins Griechische oder ins Bulgarische zu hinterlegen. Dann gibt es alle möglichen Angaben über das Original, also zum Beispiel die Liefer- und Transportangaben. In einem Fall, den ich betreue, ist es so, dass zum Beispiel die Originale nur immer in ganz bestimmten Häfen oder Flughäfen ankommen. Dann weiß der Zoll genau, wenn in anderen Häfen oder Flughäfen Produkte aufgegriffen werden, dass es dann eben zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit Fälschungen sind. Dann kann man das Original beschreiben, dann kann man die Verpackung beschreiben oder eben auch sonstige Produkthinweise geben. Unter sonstige Produkthinweise fällt beispielsweise ein Brand Enforcement Guide, den man beifügen kann. Das kann man natürlich auch bei dem Menüpunkt Schutzrechtsverletzung. Viele Markeninhaber haben einen sogenannten Brand Enforcement Guide, wo eben genau festgehalten wird, wie sieht das Original aus, wie sieht die Fälschung aus, wie kann man Fälschung erkennen. Über die Schutzrechtsverletzung oder die vermuteten Schutzrechtsverletzungen oder die man bisher hatte, kann man auch Angaben machen, wo die wahrscheinlich herkommen, wo die wahrscheinlich anlanden, wie die verpackt sind, wie sich die Verpackung unterscheidet. Dann kann man auch noch Zusatzanträge stellen, die Aussetzung der Überlassung und Zurückhaltung von Waren beantragen oder man kann beantragen, dass im Fall der Tätigwerden der Zollbehörden Muster oder Proben überlassen werden oder man kann das Kleinsendungsverfahren beantragen, das heißt, dass kleine Sendungen automatisch vernichtet oder beschlagnahmt werden und darüber auch nur so pauschal berichtet wird. So, und dann als nächsten Schritt
kann man sich in der Vorschau angucken, wie der Antrag aussieht und noch verschiedene formelle Angaben machen. Und dann kann man den Antrag abschließen. Also es ist zwar sehr viel Arbeit, wenn man hier in diese Details einsteigt, aber es ist eigentlich auch relativ selbsterklärend und sehr effizient. Wenn man dann diesen Antrag gestellt hat, wird er geprüft und dem Antrag wird dann in der Regel stattgegeben. Manchmal muss man noch hier und da nachbessern. Wenn man einen sogenannten Kleinsendungsantrag gestellt hat, werden kleine Sendungen, also zum Beispiel 3 gefälschte Jeans oder so, automatisch beschlagnahmt und vernichtet, wenn die Zöllner der Auffassung sind, dass das Fälschungen sind. Bei größeren Funden werden wir dann informiert und dann bekomme ich einen Anruf beispielsweise vom Zoll Heathrow oder einen Fax vom Zoll Heathrow oder aus Italien oder aus Spanien oder wo auch immer gerade der Fund getätigt wurde, und dann werden wir um eine Stellungnahme gebeten, ob es sich um Fälschung handelt oder nicht, ob wir Strafantrag stellen wollen oder nicht, ob die Waren vernichtet werden sollen oder nicht, ob wir die zugeschickt bekommen wollen. All das fragt dann der Zöllner in der Regel und wir können uns dann aussuchen, was wir genau mit dem Fund machen wollen. In der Regel geht es dem Mandanten dann um die Vernichtung, es sei denn, er möchte genau anhand der Waren konkret herausfinden, woher diese Waren kommen. Vielleicht findet er auf den Waren Hinweise, wo die produziert wurden. Dann ist natürlich wichtig, dass die Waren zugeschickt werden, aber sonst werden die in der Regel vernichtet. Was natürlich wichtig für die Mandanten oder die Antragsteller ist, ist die Information, wer an wen diese Waren verschickt hat. Und diese Information bekommt man in der Regel dann auch vom Zoll, sodass man sich dann, je mehr Fälle man hat, so ein besseres Bild davon machen kann, wo eigentlich die Fälschungen genau herkommen. Wer sind die größeren Player, die diese gefälschten Waren verschicken? Wer sind die größeren Empfänger, die die Waren empfangen? Und insgesamt ergibt sich dann irgendwann, natürlich im Idealfall, ein Bild, wo man dann vielleicht die eigenen Aktionen auch besser drauf ausrichten kann. Eine Sonderform von der Zollbeschlagnahme ist der sogenannte Messerundgang, der vor allen Dingen von der Messe Frankfurt perfektioniert wurde. Da stellt man eigentlich erstmal gar keinen Beschlagnahmeantrag, sondern man bekommt eine Einweisung vom Zoll. Der Zoll ist dann schwer bewaffnet und macht mit einem einen Rundgang durch Messehallen, eben auf der Frankfurter Messe. Und wenn dann Fälschungen auftauchen, stellt man dann konkret einen Strafantrag, einen Zollbeschlagnahmeantrag. Und dann, also man selbst darf den Stand nicht betreten. Der Zöllner geht dann auf den Standinhaber zu und bittet ihn dann eben bestimmte als Fälschungen identifizierte Gegenstände eben vorzuzeigen. Und dann prüft der Zöllner, handelt es sich hier um eine Fälschung oder nicht. Und dann werden, falls es sich um Fälschung handelt, diese Waren vernichtet, beziehungsweise erstmal beschlagnahmt. Und man stellt einen Strafantrag, damit eben diese Dinge dann auch weiter verfolgt werden. Und derjenige, der dort eben Fälschung angeboten hat, das in Zukunft hoffentlich lässt. Dann gibt es noch die sogenannte Enforcement Database. Die wird vom EU Observatory betrieben, das wiederum beim HABM, also Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, verortet ist. Diese Datenbank, in dieser Datenbank kann man auch die einzelnen eigenen Rechte vermerken, also in erster Linie Designs und Marken. Und die Zollbehörden sind angehalten, auch in diese Datenbank reinzusehen. Das klappt im Moment in der Praxis noch nicht so wahnsinnig gut, aber die Datenbank ist auch noch nicht sehr alt. Und es gibt auch sehr interessante Behörden, die sich an diese Datenbank anschließen und auch jetzt auf diese Datenbank zugreifen. Das ist einmal TaxUD, das ist eine EU-kommissionsinterne Abteilung, die sich mit Zoll beschäftigt. Dann Europol hat sich dort eingeklinkt, also auch die Polizei, also nicht nur der Zoll, sondern auch die Polizei greift jetzt auf diese Datenbank zu. Also das ist vielleicht für die Zukunft zumindest eine interessante Datenbank, um dort auch seine Rechte zu hinterlegen. Ich habe das für einige Mandanten schon getan und bin mal gespannt, was dann daraus wird. Nicht genau Zollbeschlagnahme, aber ein verwandtes Thema sind Anrufe von Kriminalpolizei oder von Staatsanwaltschaften. Wenn man populäre Marken vertritt,
Also gerade Konsumerartikel wie, also Verbraucherartikel wie Jeans oder sowas. Also ich vertrete zum Beispiel eine Jeansmarke. Dann bekommt man hin und wieder Anrufe von der Kriminalpolizei, dass eben irgendwo im Zusammenhang meistens mit anderen Delikten wie Drogen oder Waffenhandel eben auch gefälschte Waren gefunden wurden. Und dann werden wir auch gebeten, die als Fälschung zu identifizieren oder eben als Originale. Und dann können wir eben auch darum bitten, uns die zu übersenden oder die zu vernichten. Dann können wir Strafantrag stellen, damit wir Akteneinsicht bekommen. Mit der Akteneinsicht bekommen wir dann ziemlich genaue Informationen darüber, was der Hintergrund dieser Fälschung ist, also wo die herkommen, wo die gelagert wurden, wo sie beschlagnahmt wurden, was mit denen geschehen sollte. Also im Prinzip die gesamten Ermittlungsakten in diesem konkreten Fall. Das trägt dann auch zur Gesamtinformation natürlich von den Mandanten oder den Rechteinhabern bei, die sich dann eben noch ein besseres Bild davon machen können, wie genau, wo genau die Fälschungen hergestellt werden, wo sie verteilt werden, wo sie vertrieben werden und so weiter. Und was können die Rechteinhaber tun, um diese Bemühungen zu unterstützen? Die Rechteinhaber können ein auf Neudeutsch Brand Enforcement Guide erstellen. Dieser Brand Enforcement Guide zeigt dann den Zöllnern oder der Kriminalpolizei, wie sie genau Fälschungen erkennen können, also zum Beispiel bestimmte Stickmuster auf Jeans oder bestimmte Knöpfe oder bestimmte Reißverschlüsse oder so, die eben in den Originalen vorhanden sind und in den Fälschungen meistens nicht, oder wie sind die Nähte verarbeitet und so. Kann man dann genau haarklein erklären in diesem Brand Enforcement Guide, und dann hat man, damit erhöht man dann nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass Fälschungen tatsächlich aufgegriffen werden und den Zöllnern überhaupt auffallen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal, schreiben Sie Ihre Fragen oder Kommentare unter dieses Video, ich beantworte die dann gerne, und teilen Sie das Video gerne mit Ihren Freunden. Und das Wichtigste zum Schluss: ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.